Hey, herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. So, dann quatschen wir erstmal. Shepard, wie Ja? kann ich Ihnen helfen? Vielleicht Haben Sie mal eine quatschen? Minute Zeit? Ja, Ah, guter Zeitpunkt sogar. perfekt. Ausgezeichnet. Habe Durchbruch erzielt. Kann Ergebnisse mitteilen, während die nächsten Proben wachsen. Hasse es, die Analyse der Kulturen abzuwarten, dauert immer zu lange. Kenne Ergebnis meist schon vorher. Also nur noch Bestätigung, muss sorgfältig vorgehen. Schweife ab. Entdeckung. Kann anhand der Verbindung Proteaner-Kollektoren Technologie untersuchen. Modifikationen der Reaper-Spezies auflisten. Untergang der Proteaner. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Frühe Stufen ähneln Indoktrination. Vermute, gefangene Proteaner verloren über mehrere Klongenerationen Intelligenz. Kybernetische Veränderung danach weit verbreitet. Nach Scheitern der Proteaner fügten die Reaper zum Ausgleich Tech hinzu. Mentale Fähigkeiten kaum noch vorhanden. Ersetzt durch überarbeiteten Input und Transport der sensorischen Daten. Übermitteln Daten an ihre Herren und Meister. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Nein. Drüsen durch Tech ersetzt. Verdauungssystem durch Tech ersetzt. Seele durch Tech ersetzt. Was Sie auch waren, es ist für immer fort. Verstehen Sie jetzt? Keine Kunst, keine Kultur. Mehr Husks als Sklaven. Werkzeuge der Reapers. Die Proteaner sind tot. Kollektoren sind die endgültige Provokation. Müssen zerstört werden. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie noch mehr Motivation brauchen, um die Kollektoren aufzuhalten. Begrüße die Herausforderung. Sah Notwendigkeit des Angriffs auf Kollektoren nach Seuche auf Omega. Ihr Werk, meine Leute. Schwer, zwei Armeen gut zu finden. Eine gewinnt, eine verliert. Danach gibt es immer viel Arbeit. Habe jetzt mehr Kontext. Erkenne, was die Kollektoren sind. Habe vorher aber nicht nach anderer Arbeit gesucht. Das meinte ich nicht. Bin aber jetzt mit dem Herzen dabei. Werde sie nicht im Stich lassen. Sie sagten, die Kollektoren hätten keine Kunst. Ich hatte keine Ahnung, dass Ihnen daran überhaupt etwas liegt. Persönliches Interesse vernachlässigbar. Hab ein bisschen gesungen. Multispezies-Aufführungen zu kulturellen Studienzwecken. Gilbert und Sullivan musste immer die Pater-Songs übernehmen. Zurück zum Thema. Künstlerischer Ausdruck spiegelt philosophische Evolution wider. Interesse an Wachstum, Perspektive, Beobachtung, Interpretation. Vermute, auf Kollektorenbasis gibt es keine Kunst, sind kulturell tot. Werkzeuge der Reaper, schlimmer als die Geth. Jetzt geht's los. Aufpassen. Tut mir leid, ich weiß, dass das wichtig war, aber Sie haben Gilbert und Sullivan aufgeführt? Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer für die Spezies Torianer, Asari Batarianer. Ich bin ziemlich gut in Genetik, das gehört zur Biologie, denn ich bin ein Experte, ich weiß, das ist eine Tautologie. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Hikrohogane. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer. Alter Vater, wolltest du es nochmal hören? Nein, Gott, später vielleicht. Puh. Was stört Sie an den Modifikationen der Kollektoren so sehr? Sie stören das soziotechnologische Gleichgewicht. Wissenschaftlicher Fortschritt bedeutet immer, dass Intelligenz vorhandene Beschränkungen überwindet. Kann Last nicht tragen, erfinde darum Rad. Kann Nahrung nicht fangen, erfinde darum Speer. Beschränkungen. Keine Beschränkungen, kein Fortschritt. Kein Fortschritt, Kultur stagniert. Gilt auch andersherum. Fortschritt vor Kultur ist ebenso katastrophal. Sah es bei den Kroganern, wurden von Salarianern unterstützt. Katastrophe. Unsere Schuld. Sie geben den Salarianern die Schuld an dem, was die Kroganer getan haben? Ja. Höhlenbewohnern gibt man keine Atombombe. Die Kroganer waren nicht bereit für die Raumfahrt und den technologischen Fortschritt. Die Kroganer hätten sich alleine entwickeln sollen, mit ihren Aggressionen umgehen lernen, langsam für die Verantwortung neuer Tech bereit werden. Stattdessen kamen die Salarianer, haben Kultur der Kroganer gestört, haben Kroganer als Waffe gegen die Rachni eingesetzt. Kurzsichtig. Dumm. Wenn Sie das so sehen, wieso haben Sie dann an der Modifikation der Genophage gearbeitet? Wie besprochen. Beste Option. Das oder alle töten. Wäre ich beim ersten Kontakt dabei gewesen, hätte ich dagegen argumentiert. War ich aber nicht. Kann nur jetzt mein Möglichstes tun. Okay. Danke, dass Sie mir Ihre Erkenntnisse mitgeteilt haben, Morden. Bin ja. stolz darauf, hier zu sein, ja. Shepard. Danke, dass Sie mich mitgenommen haben. Ja, der Gesang war super. Danke für den Abstecher zur Gernsback, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass ich die Sache in Ordnung bringen konnte. Und keine Sorge, es hat keinen Einfluss auf meine Arbeit. Es ist vorbei. Ich bin daran interessiert, Sie besser kennenzulernen. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Okay. Wir sprechen später. Commander. Ja. Gut, 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 gut. Jetzt gehen wir mal eben nach Joker.
Gucken, ob es da was Neues gibt. Die Kollektoren waren also früher Proteaner und wurden von den Reapern umstrukturiert. Ein trauriges Ende. Ja. Da fragt man sich doch, ob die Kiepen... Diese Sache mit Jacobs Vater. Scheiße, oder? Für mich sah es nämlich wie Scheiße aus. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Mach's gut, Joker. Okay, okay. Er hat also nichts mehr großartig zu sagen. Ja. Entschuldigung. Commander, ja. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht okay. erhalten. Ich gucke mal. Ja, perfekt. Jetzt weiß ich Bescheid. Lass mich nochmal gucken, wo geht's. Wo geht's denn jetzt hin? Müssen wir erstmal zurückfliegen zum Massenportal. Na, geh da rein. Also erst einmal Treibstoff. Sonden aufgefüllt. Und ab zum Portal. So, dann lass mich doch mal gucken. Samara oder Jack? Helfen wir erst Jack. Dann Samara. Und dann haben wir sie alle. Dann haben wir sie alle. Verdammt nochmal. Wo müssen wir denn hin? Na, da. Direkt hier vorne. Perfekt. Landen. Na, komm schon. So, dann nehmen wir wieder Grunt mit. Was? Ach so. Nee, warte, ich muss sie ja mitnehmen. Richtig. Outfitwechsel. Du kriegst das. Für dich habe ich auch neue Klamotten. Du kriegst das. Ah, du kriegst das. Und so. Und so. Perfekt. Grunt hinzufügen. Super. Oh. Die ist noch, die hat noch gar nichts. So, mal gucken hier. Waffenschaden, Aufladezeit. Ach komm, hier nehmen wir. Ich habe keine Ahnung. Was hat die denn für Kräfte eigentlich? Schockwelle ziehen. Nehmen wir den Waffenschaden. Gut ist. So. Per. So. Ja, lassen wir so. Warte mal, hier können wir den letzten Punkt noch in KI-Hacken machen. So, perfekt. Jack, da wollen wir eben die Waffen überprüfen. Da hat sie die richtige, das ist auch die richtige, alles klar. Da kann es ja losgehen. Ich hatte vergessen, wie sehr ich diesen Ort hasse. Sehen Sie den Landeplatz? Er muss auf dem Dach sein, sonst würde die Vegetation ihn in wenigen Stunden überwuchern. Shepard, ich fange überall thermische Signaturen auf, nur nicht in Ihrer Landezone. Etwas stört die Sensoren. Ja, Sie haben alles so gebaut, dass es ewig hält. Arschlöcher! Es war ein Fehler, hierher zurückzukommen, Shepard. Ach, nur die Ruhe. Reißen Sie sich zusammen, kommt schon alles in Ordnung. Mir geht's gut. Okay, gehen wir runter.
So. Wollen wir uns mal umgucken erst? Hier scheint aber nichts zu sein. Lassen Sie uns einfach reingehen und die Bombe in meiner Zelle legen. Ich will das alles hier in Flammen sehen. Ach, verdammt, falscher Knopf. Beziehungsweise falsche Richtung. Naja. So, gehen wir mal hier rein. Gucken. Ich habe diesen Raum ja gesehen. Nein. In diesen Containern mussten sie die Neuzugänge hergebracht haben. Mhm. Sie waren fertig und kurz vorm Verhungern. Aber am Leben. Meistens. Erstmal ein bisschen Kohle mitnehmen hier. Nummer 1. Oh, oh, andere Seite. So. Zack. Perfekt. Auf hier. Gucken wir uns doch hier der mal. Der Unbekannte verlangt jetzt wieder Operationsprotokolle. Er wird misstrauisch. Wenn wir Resultate haben, wird ihm egal sein, wie sie zustande kamen. Aber wenn er wüsste. Er wird's nicht rausfinden. Der Unbekannte verlangt jetzt wieder Operationsprotokolle. Er wird misstrauisch. Wenn wir Resultate haben, wird ihm egal sein, mhm, wie sie. Ja, ausmachen. Sie ziehen hinter dem Rücken des Unbekannten irgendwas Geheimes durch. Er hat nicht gesagt, was sie vor dem Unbekannten verbergen. Ich erinnere mich, dass ich in diesen Raum geflohen bin. Es kam zum Kampf. Durch die Spalten in der Decke konnte ich das Sonnenlicht sehen. Zwischen mir und der Freiheit stand nur ein halbtoter Wachmann. Er hat um sein Leben gebettelt. Mhm. Super. Warte mal, hast du überhaupt... Er hat mal wieder nicht die richtige Waffe. Wechseln Sie! So. Sehr schön. Mal gucken, was hier... Sie haben uns gesehen. Verdammte Hacke. Das! So. Hallo? Hallo? Ey, sag mal. Ja, seid ihr bescheuert? Wo wollt ihr hin, ihr blöden Affen? Mein Gott, nochmal. So. Zack. Wieder ein wenig Kohle abgegriffen. Na, da seid ihr. Jetzt, wo alles vorbei ist hier. Flitzpiepen. Naja. Ah, warte. Das sieht aus wie eine Arena. Stimmt. Sie haben hier Kämpfe organisiert. Ich gegen andere Kinder. Ich fand's toll. Bin ja sonst nie aus meiner Zelle rausgekommen. Was wollten Sie denn herausfinden? Keinen Schimmer. Vielleicht hat es Ihnen einen Kick gegeben. Ich habe nie etwas von dem verstanden, was hier abgelaufen ist. Wie oft haben die das gemacht? Ich war mein ganzes Leben lang in einer Zelle. Manchmal haben sie mich rausgeholt und mich kämpfen lassen. Mich mit Drogen vollgepumpt. Andere Sachen mit mir angestellt. Zeit vergeht in einer Zelle ganz anders. Sind andere Kinder bei diesen Kämpfen gestorben? Ich war selbst ein Kind und stand unter Drogen. Wenn ich gezögert habe, wurden mir Elektroschocks verpasst. Durch meine Venen flossen Drogen, als ich angegriffen habe. Wurden sie wirklich belohnt, wenn sie angegriffen haben? Ich habe bei jedem Kampf noch heute dieses warme Gefühl. Was zum Teufel war nur los mit diesen Leuten? Ich weiß nicht. Ist jetzt auch egal. Gehen wir weiter. Ja, verdammt. Ja, oh ja. So, wollen wir mal gucken, was hier noch so auf uns wartet. Was? Sicherheitsoffizier Semkel, Anlage Telten. Die Subjekte sind aus ihren Zellen entkommen und zerlegen alles. Subjekt Zero wird entkommen. Ich brauche die Genehmigung zur Terminierung. Ich wiederhole, Genehmigung zur Terminierung. Alle Subjekte außer Zero sind entbehrlich. Halten Sie Jack am Leben. Verstanden. Ich beginne mit... So war's nicht. Ich bin ausgebrochen, als meine Wachen verschwunden sind. Ich habe den Aufstand ausgelöst. Vermutlich ist einiges passiert, das Sie gar nicht mitbekommen haben.
Die anderen Kinder haben mich angegriffen, die Wachen haben mich angegriffen, die automatischen Systeme haben mich angegriffen. Da bleibt nicht viel Raum für Interpretationen. Ja, komm mal wieder runter jetzt. Ja, gucken wir uns hier erstmal um. Dieser Ort sollte eigentlich verlassen sein. Wer zum Teufel hat den Baron erschossen? Also ich war es nicht. So. Mach mal auf die Tür hier. Das ist meins. So, was ist hier los? Hä? Hä? Oh. Schnauze. So. Dich kann ich nicht leiden. Ich mach mich um. Bereit zum Sterben. Ich schaffe. So. Haben wir's? Ich glaube, wir haben's. Perfekt. Munition. Was? Schnauze. Vollidiot. Wir müssen immer die Fresse aufreißen. So. Haben wir jetzt Ruhe? Wozu brauchten wir eine Leichenhalle? Es war eine kleine Anlage. Die anderen Kinder müssen in großer Anzahl gestorben sein. Und selbst dann waren sie noch Teil des Experiments. Blödsinn. Mir ging's am schlechtesten und ich bin lebend rausgekommen. Naja, ist klar. Ach, Jack. Was? Was war das? Mhm. Gucken wir uns das hier mal an. Na, wo ist es denn da? So. Zack. Perfekt. Mach auf. So, gucken wir uns hier mal weiter um. Was denn? Wieder hier zu sein. Ich bin stinksauer. Ein saugefährliches Miststück. Aber gleichzeitig bin ich auch ein kleines Mädchen. Scheiße, es ist so kompliziert. Legen wir einfach die Bombe. Ach ja, der Ringe. Ach, jetzt lebt er noch. Jetzt nicht mehr. Prächtig. Weiter geht's, gucken wir uns hier mal um. Was? Oh mein Gott. Nicht auf mich schießen, du Idiot. Was? Über den Blutrausch. Sieht so aus, als könnten die bekloppten Farron keine Treppen laufen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Hier haben Kinder gelebt. Mhm. Und die hatten anständig Kohle dabei. Ja, was heißt dabei? Gebunkert. Ach. Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel? Meine Zelle ist auf der anderen Seite. Ich konnte die anderen Kinder hier draußen sehen. Mhm. Ich habe sie stundenlang angeschrien. Aber sie haben mich immer ignoriert. So, und hier würde ich sagen, den Rest von Jacks Anlage und ihrer Zelle sehen wir im nächsten Part. Hier waren Kinder. Das ist ja der Wahnsinn. Was das hier mit dieser Scheißanlage auf sich hat, da... Gut, das war die Tür. Werden wir dann im nächsten Part dann hoffentlich komplett erfahren. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.